Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute zeige ich euch, wie unsere Katzen im Video helfen. Ja. Bei dem 24-Stunden-Badezimmer-Video. Ich zeige euch, wie der mich geärgert hat. Der große Räuber hier. Der jetzt runter will und schwer ist. Wir haben da jemanden, einen kleinen Dieb. Der die Kekse will. Der an Kekse will. Und das geht natürlich nicht. Eumi! Sie haben mich entdeckt. Tue ich mal so, als wenn ich gerade nichts im Schilde führe. Aber ich beobachte die Kekse weiter. Da sind sie nämlich. Eumi! Schöne Federtasche hat meine Mami. Nehmt die mich? Warum können sie nicht mal weitermachen, was sie eben gemacht haben? Da kann ich. Dann gucke ich mir hier mal die Wand an. Hi, Kollege. Anna ist in der Wanne und Eumel guck, guck. Er ist so neugierig. Ja, und so süß und frech. Mausloch hoch. Amerika. Boing. Hi, ich hab dich. Hi, Karamba. Oh, Vorsicht. Hilfe! Karamba! Jetzt wird er rabiat. Eumi, so spielen wir nicht mit dir. So wird nicht gespielt, okay? Achtung, ich hol das später. Karamba! Da fliegt es an die Decke. Ich so. Karamba! Da fliegt es an die Decke. Karamba! Karamba! Ich bin weg. Wir spielen Verstecken hier gerade. Finde den Jaron. Wupp, weg ist er. Und hier drunter. Wo ist der Jaron hin? Jaron? Bist du hier drin? Jaron! Irgendwie ahnt er das, dass er da drunter ist, aber sehen kann er es nicht eigentlich. Er riecht es, glaube ich. Ich komme, ich versuche irgendwie hochzukommen. Ich bin aber zu schwer. Oh. Geschafft. Jetzt bin ich Attacke. Attacke. Runter. Du willst ihn nicht aufwecken. Ich komme. Ich komme da auch in das Versteck. Ich komme. Und du versteckst dich nicht besonders gut. Man sieht dich irgendwie. Auch wenn du uns nicht siehst. Hm? Oh. Sieht so aus, als wäre das ein Hinterteil von Jaron. Ja, schlimm wird das. Schnell weg. Ja, weg, ne, Jaron. Und du hast Fusseln auf dem Rücken jetzt. Und jetzt ist der Eumi weg. Da. Kuckuck. Hi, Schätzchen. Ja, super. Na, Mäuschen? Wenn man da rauskommt, hat man Fusseln. Das ist so süß. Eumi. Er wird langsam müde, Hanna. Es ist so gemütlich. Deine Freunde verpennen alles. Mhm. Die liegen unten im Wohnzimmer und wir können sie nicht mal holen. Jaron! Sabi! 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 Mama, brüll doch nicht so in mein Ohr. Sabi! Sabi! Jaron ist gerade reingekommen zu uns und denkt jetzt, was ist denn hier los? Es sieht so anders aus. Denn hier liegt Sabi. Mein Sabi-Kissen liegt da und er... Hoppala! In die Wanne gerutscht, aber es ist ja gemütlich. Ja, nur der Boden der Wanne ist noch nicht und so... Und alle hopp! Hi Flummi, hi Sabi! Da oben sind ja Kekse. Ich glaube, die hat er noch nicht so richtig gesehen, die Kekse. Er riecht aber Kekse und weiß nicht, was das ist. Wieso ist da ein Mädchen in unserem Haus?
Irgendwie scheint die Wand gut zu riechen. Da hat Eumel vorhin auch schon dran geschnuppert. Jaron hat immer so einen leichten Schlafzimmerblick. So wie ich. Der hat nie seine Augen richtig kullerig auf, wie die Katze da hinten. Sondern immer so ein bisschen, als wenn er gleich schlafen geht. Immer so. Wie macht er immer? So. Ja, so einen Schlafzimmerblick hat er zumindest meistens. Hey, das ist mein Trinken. Mein Trinken. Jetzt machst du dich da gemütlich auf meinem Bett. Komm doch in mein Bett, Omi. Nein, meins ist auch schön. Stimmt, Omi? Mamas Bett ist auch schön, ne? Ja, meins ist aber... Und was überlegst du, Jaron? Mäuschen? Was überlegst du, mein Mäuschen? Ich nehme... Oh, aber nicht für Katzen. Keine Katzen. Zu gemütlich, kleiner Jaron. Zu gemütlich. Ist das toll? Omi. Oh. Wie weit mit dem Mäuschen da? So süß. Ja, wie so süß. Ja, wie so süß. Ja, so frech, ne? Kann gar nicht sein, ha? Ihm gefällt das hier im Bad. Ja, von Spiel. Ich so. Das nicht zu spielen? Werde dich verhext. Du bist ein Krapfen. Ja, und so spielt man aber nicht. Nein, meins. Nein, jetzt ist mein Mäuschen. Oh. Hier ist auch ein Kater. Hier ist auch ein Kater. Die Mäuse fliegen tief heute. Das sind keine Mäuse, das sind Vögel. Oh, das ist ein Vogel. Beinahe hätte er ihn geschnappt eben. Schnapp ihn dir, Omi. Da ist er. Super. Nicht ganz so grob, bitte. Wir brauchen unser Bad noch. Ich hab's. Und der aufmerksame Zuschauer wird feststellen, was haben wir da im Duschvorhang, Hanna? Zeig, hier. Hier. Löcher. Und eine Etage tiefer. Und noch eine Etage tiefer. Und hier. Und wessen Schuld ist es? Ich bin gar nicht da. Ich bin ein Kratzen der Natur. Ich glaube, er hat gerade keine so richtige Lust. Er ist ein bisschen von der gemütlicheren Sorte. Omi ist so ein Hansdampf in allen Ecken. Und Jaron ist immer von der gemütlichen Sorte, ne? Ja. Er ist ein bisschen wie Sabi eher. Und Omi ist immer meistens da, wo wir sind und muss immer irgendwelchen Unfug machen. Das war... Geschafft! Da! Oh mein Gott! Er kann gut springen. Heute fliegen nicht nur die Vögel und die Mäuse tief, sondern auch die Katzen. Man muss erst unten und dann höher. Bei Omi kann man eigentlich... Oh, ich habe Angst. Der hüpft mir glatt aus der ganzen Kamera raus. Warte, muss ich noch ein bisschen kürzer machen? Der fällt gleich nach hinten um vor lauter Schreck. Es sieht fast so aus, als würden wir uns heute 24 Stunden mit Katzen beschäftigen. Ja, so süß. So süß ist er. Guten Tag.
Guten Tag, guten Tag, 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 Tag. Oh. Ich hoffe, mein Katzenvideo hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Ja, und versucht zu flüchten. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen.